herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Wer meinen Lesemonat gesehen hat, hat das Buch, das jetzt kommt, auch schon gesehen. Und zwar geht es um Freundinnen, eine Kulturgeschichte von Marilyn Yalom. Das ist im BTB Verlag erschienen. Ich habe es über die Random House Verlagsgruppe angefragt und bekommen und freue mich da sehr drüber. Ihr findet wie immer den Link zum Buch auf der Verlagsseite in der Videobeschreibung und seid natürlich herzlich aufgefordert, da euch Informationen über das Buch zu holen und zu überlegen, ob es was für euch ist. Das Buch ist 2019 erschienen, das hier ist die erste Auflage und es kostet neu 12 Euro, was ich vollkommen in Ordnung finde für ein Taschenbuch. Marilyn Yalom ist die Frau von Irvin Yalom, dem Psychiater, der zahlreiche Fachbücher und auch Romane geschrieben hat. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Und seine Frau schreibt eher so historische Sachen. Also ich habe von ihr hier noch stehen, eine Geschichte der Brust. Oder was hat sie noch geschrieben? Wie die Franzosen die Liebe erfanden, glaube ich, heißt es. Und jetzt halt hier Freundinnen. Dieses Buch bietet einen Überblick über die Entwicklung und Entstehung von Freundschaften vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Und es ist eigentlich wirklich gut gemacht. Also am Anfang fand ich es ein bisschen langatmig, aber das liegt daran, dass ich mich fürs Mittelalter einfach nicht so begeistern kann. Wen das aber interessiert, der kommt da voll auf seine Kosten. Also sie hat tatsächlich Briefe, die sie hier abdruckt oder teilweise abdruckt, aus dieser Zeit, wo wirklich Frauen im Kloster waren und sich mit anderen Frauen in anderen Klostern zum Beispiel Briefe geschrieben haben. Und also für mich, selbst obwohl mich das Mittelalter nicht so interessiert, war es schon interessant, das zu lesen, weil es ja nochmal einen ganz anderen Einblick in diese Zeit gibt. Und was ich auch spannend fand, war, dass es schon von Beginn an ein Problem war, in Anführungsstrichen, dass Frauen untereinander Freundschaften pflegen und dass da einfach die Sorge war, dass das zu eng ist, zu viel. Und es wurde dann auch reglementiert in Klostern. Wie und wie das umgangen wurde oder wie weit das getrieben wurde, das müsst ihr dann selber nachlesen. Aber das war für mich auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Was ich auch gut finde, ist, dass unglaublich viele interessante Informationen nebenbei so erwähnt werden. Also es gibt immer noch so einen kleinen Schwank auch in bestimmte Männerfreundschaften und was da einfach der Unterschied auch ist zu der jeweiligen Zeit zu den Frauenfreundschaften und wie sich das parallel entwickelt hat. Das fand ich auch wirklich gelungen. Was mir besonders gut gefiel, war der ganzheitliche Ansatz. Also man hat immer durch die Diversität der Kapitel, also sie hat zum Beispiel einen Abschnitt, der geht dann um Vereine, Clubs und Politisches, was also immer in Bezug auf Freundinnen, ne? Also Zusammenschluss von Frauen mit freundschaftlicher Beziehung so. Den Schwerpunkt hat sie, dann hat sie die Arbeiterklasse von Frauen zum Beispiel, also dass man verschiedene soziale Gruppen einfach auch sieht und wie die, wie da Freundschaften einfach sich entwickelten und was sie bedeuteten. Da bekommt man einen Einblick. Dann wie der Unterschied war, also das fand ich auch ganz interessant. Es gab ja nur lange die Rassentrennung und man könnte sich ja jetzt fragen, ob das bei Freundinnen eine Rolle gespielt hat, anders vielleicht als bei Freunden, also bei Männern. Da geht sie auch drauf ein hier, gerade auch wenn es darum geht, dass Frauen sich zusammenschlossen, um Vereine zu gründen, zum Beispiel um anderen Frauen oder Mädchen Bildung zu ermöglichen oder um eine Anlaufstelle für Kinder, Mütter, junge Frauen oder sowas zu bieten. Also es gab eine unglaubliche Vielfalt an Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um gesellschaftlich was zu bewirken, um das Bildungssystem irgendwie zu beeinflussen, um die Politik zu beeinflussen. Also man hört ja immer so ein bisschen, aber es war wirklich unglaublich viel. Also da war ich absolut positiv überrascht und je weiter wir dann in die Neuzeit gingen, desto mehr packte mich das auch thematisch. Und ich habe ganz viele Sachen gefunden, die ich einfach überhaupt nicht wusste, die wirklich spannend waren. Man bekommt immer auch einen Abriss über die Gesellschaft und die Zeit. Sprachlich finde ich es absolut angenehm. Man kommt wirklich gut rein. Ich fühlte mich auch irgendwie mitgenommen. Es hat wirklich so was Sympathisches. Und damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, lese ich euch mal einen Teil daraus vor. Und zwar sind wir jetzt in dem Kapitel von Partnerschaft zu schwesterlicher Beziehung. Sobald eine Frau einen Ehemann, in Anführungsstrichen, ergattert hatte, verstand es sich von selbst, dass sie ihr Schicksal klaglos auf sich nahm. Das war insbesondere in den 1930er Jahren so, als das Damoklesschwert der Depression über allen hing. Gott behüte, dass eine Frau nach der Heirat weiterarbeitete und einem Mann womöglich noch den Job wegnahm.
Und dann geht sie zum Beispiel hier noch auf eine Umfrage aus dem Jahr 1936 ein, zum Thema, ob eine verheiratete Frau Vollzeit arbeiten sollte, und teilt da so die Ergebnisse mit. Das fand ich super spannend, also wirklich auch Prozentzahlen, Statistiken, da geht sie so drauf ein, ohne dass es trocken oder zu zahlenlastig wird. Sie erwähnt es halt einfach und es ist super spannend. Ein anderer Bereich aus dem Unterkapitel Kameradschaft unter geschiedenen Frauen, den fand ich köstlich, muss ich euch unbedingt vorlesen. Nach ihrer Scheidung waren sie entschlossen, die Einstellung der Leute gegenüber alleinlebenden Frauen mit Kindern zu verändern und gründeten eine Gruppe namens Ladies. Life after divorce is eventually sane. Also allein diese Originalität im Benennen ihrer Organisation, ganz, ganz toll. Wir folgen weniger berühmten, aber auch berühmten Frauenfreundschaften. Wir haben hier einmal, also eine der bekanntesten ist irgendwie Eleanor Roosevelt, die ich hier habe. Dann gibt es aber auch ganz kleine Sachen irgendwie, also wo es wirklich ganz niedrigschwellig anfängt, wo sich einfach zwei zusammentun, weil sie meinetwegen dasselbe Schicksal teilen oder sich einfach gut verstanden. Und daraus entwächst dann was unglaublich Konstruktives und Nachhaltiges. Also es gab hier eine Vereinigung, die hat ein Haus gegründet zur Unterstützung anderer Frauen und auch Benachteiligter. Und es hat sich über Jahrzehnte gehalten und das Haus existiert heute noch. Das fand ich so beeindruckend. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich blende ihn euch aber ein von dem Haus. Ja, auf jeden Fall war das ein wirklich, wirklich spannendes Buch. Also ganz anders, als man sich vielleicht so historische Abrisse vorstellt. Es war überhaupt nicht langweilig, gar nicht. Also wen das interessiert, dem kann ich das ans Herz legen. Und was mir übrigens besonders gut daran gefallen hat, ist, dass hier niemand mit der Feminismuskeule um die Ecke kam und man davon irgendwie erschlagen wurde. Gar nicht. Es ist ein ein freundliches Nacherzählen der Zeit und der Entwicklung dieses Themas und ohne, dass es eine spezielle Position bezieht. Ich fand es wirklich unglaublich toll zu lesen und kann es euch nur empfehlen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!